Westernland! Mario Party 2. Yay! Together! Together! Weil Teil 2 ist. Weil ich spiele das zu zweit. Wir müssen es. Offenkundig. Aber wenn wir Teil 7 spielen, müssen wir zu 7 spielen? Mindestens. Mindestens, okay. Alles klar, Mario Party 2. Was geht ab? Bester Mario Party Teil, den es gibt. Auf dem N64? Wenn du das sagst. Hier werde ich das. Ich habe alle drei. Alter, Bowser is wanted, Alter. Bowser is wanted. Wo ist denn das Kopfgeld auf Bowser? Nix. 30.000 Berry? Minimum. Oh. Yes, I'm the number one. I'm the number three. Three. Ja, er ist Peach, ich bin Mario. Peach. Yeah. Die knackige Peach. Und Luigi natürlich letzter. Ja. Was auch sonst. Was, wie soll es doch anders kommen? Ich kann bei Mario Party, kann ich nie niemand anderen als Mario spielen. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Da kriege ich irgendwie... Kriegst du eine zittrige Hand? Ja, krieg eine zittrige Hand. Alter, also direkt die Hand am Zittern, wie Sau. Wie Sau. Wow. Da ist der Toddy. Das ist der Toddy, ja. Erklär mal ganz kurz. Ich kenne die Regeln gar nicht, dieses Brettes. Kennst du nicht? Na, ich habe das noch nie gespielt. Also Regeln sind ganz... Also Mario Party Regeln an sich kennst du ja. Ja, ja, klar. Man läuft über das Feld. So, der Stern kostet 20 Münzen. Also normaler Standard. Normaler Standard. Das ist der zweite Teil. Jetzt kann ich zum Beispiel... Jetzt habe ich zum Beispiel ein Einzelmini gespielt. Man kann eigentlich... Give me a break! Genau. Man kann nämlich da einzelne Spiele, also einzelne Items sammeln, die man dann die verschiedenen Sachen bewirken. Aha. Schüssel, Pilze, so ganz kleine, kannst du zum Beispiel doppelt würfeln. Stato! Goldener Pilz ist dreimal. Und hier ist Baby Bowser das erste Mal dabei, also Mini Bowser. Nein! Oh doch! Ich krieg den Dreifachpilz, das habe ich dreimal würfeln, wenn ich den einsetze. Alter, goldener Pilz, wow! Goldener Pilz. Wow! Wow! Jetzt bist du ja schon hart im Vorteil, du Betrug. Betrug! Schwindelbude! Schwindelbude! Ich spüre die Schwindelbude aus allen Nähtropfen. Oder du kannst mit dem Zug fahren, wenn du einmal... Alter, mit dem Zug kann ich fahren! Du kannst mit dem Zug fahren! Das glaube ich dir nicht. Doch. Das ist doch viel zu geil. Doch, ist es. Das ist mega. Mich als großen Zugfan... Natürlich, der Volo macht jeden Tag Tutu. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Willst du? Howdy, Peach! How aboard for a ride? Hop aboard. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Ja, du brauchst halt sowieso 20 Münzen für den Stern, ne? Und da vorne ist doch schon der Stern. Ich hoppe nicht auf dem Ride, du kannst mich mal. Ich spiele es lieber auf Englisch, weil es auf Deutsch nicht funktioniert. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfacher Grund. Außerdem dachten wir uns, save the frames. Save the frames. Kill the German language. Kill the... Deswegen... Okay. Alter, sind alles schon Hexagon offen. Hexagon Heat, natürlich, alles schon offen. Ja, aber normalerweise sind doch Fragezeichen. Nee, das ist ja Part 3 oder so. Echt? Ah, okay. Das ist ganz einfach. Du stehst ja auf verschiedenen Pilzen, so gesehen. Das gab es auch im ersten Teil. Und der Tod zeigt dir oben eine Farbe an. Und diese Farbe bleibt das einzige stehen. Und auf die musst du rauf. Ah, und Z-Hip-Drop. Alter, ich muss erstmal. Ich mit meiner Steuerung, das ist jetzt der Wahnsinn. So, also, okay, jetzt zeigt grün an, auf grün. Auf grün! Follow! Ich wusste nicht, was. Oh, das ist ja mega einfach. Ja, das ist alles. Guck mal hier. Und auf Z machst du nur Arsch, mehr brauchst du nicht. Gelb. Ah. Nein, verpiss dich, Follow. Okay. Oh, Babyblau. Nein. Oh, scheiße. Man merkt ja, wenn du das Ricky aber einen ganz kleinen Vorteil hat, dadurch, dass er die Spiele schon kennt. Und zum Beispiel, ich dachte jetzt, wir müssen uns da gegenseitig runterschmeißen. Nein, das ist... Wollen wir nicht kurz ausgegangen. Entschuldigung, das erkläre ich nächstes Mal vielleicht besser. Das tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Ging halt echt nur darum... Fun Fact, es tat ihm gar nicht leid. Surprise. Oh, nein. Hoppst du aboard? Oh, nein. Ein rotes Feld! Du musst wahrscheinlich gleich alleine spielen gegen uns! Ja, darum geht's mir nicht. Yoshi kommt auch rauf. Es geht mir darum, weil ich den Stern haben wollte. Du bist mit Yoshi im Team. Eventuell. Eventuell, hoffentlich nicht. Wenn alles schlecht läuft. Die geile Peach an, wie sie nach vorne steppt. Oh. Na super. Hast du uns überfahren lassen? So sind Züge eben, ne? Voll los, ganz geil, ich merke das schon. Das Meer. Jetzt sind wir wieder am Anfang, das war ganz gut für mich. Das ist auch gut für mich. Ja, tatsächlich, ja. Fang ihn Luigi. Genau. Oh, der gibt alles. Oh. Früher habe ich immer manchmal einfach beschissen und habe... Ah, das bin ich mit Yoshi im Team, gegen dich und Luigi. Ich hab's dir gesagt, dass du eventuell mit ihm ins Team musst. Früher habe ich immer beschissen, habe ich den immer mitten im Spiel einfach so gewechselt. Und habe dann den anderen Charakter genommen, damit er... Press A und Z Buttons, alternately to pump the power. Ach, warte, guck mal hier, du kannst schon testen. Use B instead of Z. Drück doch mal A und B. Schneller, hintereinander. A, B. Nee, nicht so schnell, guck mal, pass auf. Nein. A und Z. Du drückst A und B, das ist verkehrt. Bisschen höher kommen lassen. Höher kommen lassen. Z, genau, und dann so. Ach so, gedrückt halten. Ja, genau, drück halten.
Ja, 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 da musst du ja auch erstmal, ne? Ja, ja, das ist ja auch, deswegen üben wir das ja vor. Okay. Und schneller pumpen. Pump, Yoshi. Pump um dein Leben. Pump um dein Leben. Pump um dein Leben. Pump um dein Leben. Yes! Das ist ja auch unfair. Ich sag ja ganz klar, aber warum muss ich erstmal ein Spiel, aber wenn er erstmal in so einem Spiel drin ist, dann kann er das auch. Gibt ja ein paar mehr Parts. Ich seh's noch nicht kommen, dass ich hier reinkomme. Das sind halt Minispiele. Ah, ehrlich? Oh, das gibt's doch nicht. Immerhin hat immer noch, ja gut, Yoshi hat schon seine 20 voll. Ja. Aber er kommt nicht gut voran. Kannst du nicht deinen Goldpilz auch einsetzen? Jetzt ja, bringt mir doch jetzt auch nichts. Ich will ja nicht so schnell vorankommen. Ja, ich wollte immer Geld sparen. Ich frage mich halt nur, ob du den jederzeit kann einsetzen kannst. Kann ich jederzeit einsetzen. Geht nur darum, ich will aber natürlich erstmal Geld sparen. Das macht Sinn. Guck mal, ich muss nicht mal gewinnen, um das Geld anzusparen. Ich schaff's einfach über den ja. Weg. Mit der Zeit. Oh nein. All versus Mario. Bowl over. Bowl over. Oh. Da muss ich jemanden umkegeln. Nee, ich muss euch umkegeln. Ordentlich einen wegkegeln. Ja, ich muss auskegeln. Euch umkegeln. Pass auf. Ihr müsst euch. Ihr könnt. Da seht ihr, wie ihr bewegt. Ihr könnt euch bewegen. Ja, 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 ja. Und ihr müsst versuchen, meiner Shell zu entkommen. Ja. Das kriegt man, glaube ich, hin. Bin gespannt. Ich auch. Ich kann das nämlich nicht. Zwei Versuche. Das konnte ich im ersten Teil schon nicht. Ach du Heilige. Das konnte ich im ersten Teil schon nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh. Okay, Ricky bringt sich selbst um. Das ist gut. Ja genau, spring dahin, wo alle sind. Ja, der geht ja nicht weiter nach da. Ja, oh nein, ich hab dich gar nicht erwischt. Gott sei Dank. Oh, ihr habt gewonnen. Oh, ich muss euch alle... Ja, das war jetzt aber auch... leicht. Also gut gemacht, Volvo, was auch immer du getan hast. Nichts. Sie konnte halt gar nicht weiter nach links. Das war halt das Komische. Ja, ich wollte halt ganz nach links gehen, aber das ging nicht. Aber jetzt krieg ich wieder mal 3 Münzen dazu. Sehr gut. Ich hab meine Münzen zusammen, wenn ich jetzt rüberkomme. Alter, scheiße. Hast du den ersten Stern? Das wäre halt mega gut. Erst nicht. Oh, ich will ganz schön feiern. Aber der hat die meisten Münzen, ja. Man kriegt ja nachher noch Bonussterne für die meisten Münzen und den ganzen Kram. Yes! Ah, Alter, er kriegt seinen Stern, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich bin in Mario Party ein echter Lacker. Ja, das habe ich schon. Das krieg ich mit. Das krieg ich gerade mit. Ich bin Mario Party Lacker. Vor allem kommt da jetzt, glaube ich, Baby Bowser hin. Man kannte mich als Mario Party Lacker. Ja. Okay, da ist der nächste. Da kommt man jetzt nur hin, wenn man da gerade ausgeht, offenbar, oder? Ja, da. Schätze ich mal. Oh nein, wie kommen wir da nicht als hin? Der zieht dir, glaube ich, wieder einen Stern ab oder sowas. Oder du musst auf jeden Fall irgendwas machen bei ihm. Oh. Oh ho ho, shall I steal coins or stars vom Rival? Also wenn du 5 Coins bezahlt, kann er natürlich auch das doppelte Dreifache holen. Warum von mir? Du hast ja doch für die... Geh weg! Ah, du hast glaube ich mehr gekriegt, weil du mehr getippelt hast. Oh fuck! Du bist so ein Arschloch, ne? Du bist so ein Wichser. Tippeln wie ein Weltmeister. Ja, ich komm gar nicht näher, weil als ich gemerkt, dass ich getippelt hat, der so, oh Gott, tippeln! Ja. Scheiße. Luigi. Hoffentlich kriegt ihr das. Ich darf jetzt keine hohe Zahl würfeln. Das sind die Treppentippler, ne? Das sind die Treppentippler. So. Die wissen, wie es geht. So, 4 gegen 4. 4 gegen 4. Skateboard Scamper. Alter, ich als alter Tony Hawk-Spieler mach dich da so platt. Ah, okay, alles klar. Steuerung ist... Jump B. Und repeatedly to skate. Ah, okay. Guck mal, so, guck mal, immer so. Du musst immer so Gas holen. Siehst du? Drück mal B. Genau, immer so. Aber nee, nicht so schnell. Du musst immer wirklich, dass du immer den Schwung mitnimmst. Oh. Da musst du schon drauf aufpassen. Und springen kannst du auf A. Ehrlich. Ich will einfach nur weltmeisterlich tippeln. Was ist denn das? Nee. Ich weiß nicht, ob tippeln was bringt. Nee, nicht wirklich. Obwohl doch, du kannst ruhig. Oh. Scheint doch was zu bringen. Nee, doch nicht tippeln, oder? Ich weiß nicht. Ah, spring! Oh Mann! Spring! Lauf, Mario, lauf! Skateboarde wie dein Leben. Brech dir aber nicht den Arm. Kein Ricky. Er schafft's nicht. Oh, geh weg. Ja. Nein. Und Luigi ist erster. Fuck it. Also ich gewinne einfach kein Minispiel. Also eben schon gewonnen. 3 gegen 1. Ja, toll. Ja, na toll. Ja, muss ich halt erstmal einspielen. Wir spielen nur noch 10 Runden oder so. Mindestens. Tiefe Zahl. Ich glaube, es ist tief genug. Ja, sehr gut. Einer von den beiden kriegt zuerst den Baby. Boah. Sehr gut.
Schnapp ihn dir. Ah, kein Trouble. Ach, der kommt dann direkt schon? Ja, ja. Immer man, man muss da gar nicht genau drauf landen. Nein, nein, nein. Okay. Aber, was die Peach reißt im nächsten Part, ihr werdet es erfahren. Ja, was die Peach reißt im nächsten Part, erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann.